Das Deutsche ist eine Sprache mit reichen Wortbildungsmöglichkeiten. Bei Forschungsgemeinschaft, Zuhörerschaft, Präsidentenschaft zum Beispiel, liegt offenbar etwas ganz anderes vor als beim Säulenschaft. Nämlich nicht ein Kompositum zweier Substantive, sondern ein Suffix schafft, das die Beschaffenheit eines Sachverhalts akzentuiert, eines Präsidentenamtes zum Beispiel, oder das ein Kollektiv benennt, die Gemeinschaft der Zuhörenden etwa. Und obwohl dieses Suffix schafft mit dem produktiven Schaffen etymologisch allenfalls höchst weitläufig zusammenhängt, stiftet es doch, dieses Suffix, eine eigene Evidenz. In der Wissenschaft geht es um die Schaffung von Wissen. Dafür günstige Möglichkeiten zu eröffnen, das ist die Aufgabe der deutschen Forschungsgemeinschaft. Es freut mich sehr, dass Sie alle das Gewicht dieser Aufgabe und den Qualitätsanspruch, mit dem wir ihr gerecht zu werden, uns bemühen, dass Sie das anerkennen und betonen, indem Sie uns bei dieser Jahresversammlung hier in Rostock die Ehre geben. Fühlen Sie sich aufs Beste willkommen geheißen, verehrte Frau Bundesministerin, liebe Frau Karliczek, verehrter Herr Bundesminister, lieber Herr Braun, sehr geehrte Frau Ministerin Martin, verehrte Abgeordnete und Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Festakt und zu den hoffentlich vielen und vielfältig anregenden Gesprächen des anschließenden Empfangs. Produktive Möglichkeiten zu schaffen für das Schaffen wissenschaftlichen Wissens. Dafür braucht es die Sachkunde und Urteilskraft all der vielen Gutachterinnen. Wenn mir das Licht wieder angeknipst werden könnte, das gerade abgeknipst worden ist, dann würde ich mehr sehen von meinem Text. Und das genau, das trägt zum Gelingen der Jause bei. Produktive Möglichkeiten, wollte ich sagen, zu schaffen für das Schaffen wissenschaftlichen Wissens. Dafür braucht es die Urteilskraft und Sachkunde all der vielen Gutachterinnen und Gremienmitglieder und Experten in der Geschäftsstelle, die in und für die DFG Förderentscheidungen vorbereiten, fällen und administrieren. Dafür braucht es überdies den gesellschaftlich verantworteten Rückhalt der Politik. In welch außerordentlichem Maße wir in Deutschland solchen Rückhalt genießen, das haben die Beschlüsse bewiesen, die die Bundeskanzlerin, lieber Herr Braun, jüngst mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder zu den Wissenschaftspakten getroffen haben. Ich will in aller Ausdrücklichkeit sagen, wir, und damit meine ich die DFG, mehr noch indes die Forschenden in den Universitäten als deren Sachwalterin, zumal die DFG sich versteht, wir sind außerordentlich dankbar für diese Entscheidungen, für den in ihnen sich artikulierenden gesellschaftlichen Rückhalt und für die Verlässlichkeit und finanzielle Planungssicherheit, die diese Entscheidungen gewähren. Und wir verstehen sie als Verpflichtung zu verantwortlichen Weiterentwicklung von Forschung und Wissenschaft in Zeiten, da die internationalen Kontexte der Forschung konfliktreicher werden, da rund um den Globus Autokraten sich der Forschung zu bemächtigen und ihre Freiheit einzuschränken suchen und da irrationale und intellektualitätsfeindliche Aversionen gegen sie an Resonanz gewinnen. Das Gewicht dieser wissenschaftlichen Verantwortung wird überdies dadurch bestimmt, dass Forschung in vielen Bereichen von künstlicher Intelligenz bis Biotechnologie, dass Forschung ein atemberaubendes Tempo vorlegt und dass wir zugleich besorgniserregenden Entwicklungen in ihr entgegenzusteuern haben, indem wir uns kümmern um die Beförderung guter wissenschaftlicher Praxis, um ein strikt qualitätsorientiertes Publikationsverhalten, um die Sicherung ethischer Forschungsgrenzen, um Leistungsversprechen der Wissenschaft, die wirklich seriös sind. Seit Sokrates kann man ja wissen, dass gute Wissenschaft ebenso mit Nichtwissen wie mit Wissen zu tun hat.
Ebenso alt wie diese sokratische Erkenntnis ist die Erwartung, dass Wissenschaft auch gesellschaftlichen Nutzen zeitige. Allerdings verändert sich derzeit die Form dieser Erwartung. Sie wird nicht mehr nur als systemische, gesamtsystemische Verantwortlichkeit formuliert, sondern zunehmend als Accountability jeder einzelnen wissenschaftlichen Aktivität. Und deren Nutzen soll sich immer direkter und kurzfristiger und zahlenförmiger als Impact erweisen können. Das ist in gewisser Weise schon nachvollziehbar. Es hat ja auch die utilitaristische Logik eines Government by Numbers für sich. Kurzsichtig aber wäre es, wirklich kurzsichtig wäre es, derartige Erwartungen zum alleinigen Maßstab für jedwede Art öffentlich getragener Forschung zu machen. Diese, die öffentlich getragene Forschung, muss nämlich neben Lösungen für Probleme, die wir schon kennen, sie muss daneben gedankliche Kapazitäten und Lösungspotenziale pflegen für Fragen und Probleme, von denen wir derzeit noch gar nicht wissen. Deswegen übrigens garantiert das Grundgesetz seit nunmehr 70 Jahren in so bemerkenswert unbedingter Weise die Freiheit der Wissenschaft. Forschung, meine Damen und Herren, bewegt sich also im Felde unscharfer Grenzsäume von Wissen und Nichtwissen. Sie wird in Bewegung gehalten von der Prämisse, dass Unwissenheit oder Irrtum oder auch Lüge aufzuklären, dass Nichtwissen also zu beseitigen sei, dass methodisch verlässliches Wissen gut sei und mehr Wissen besser als weniger. Die Wissenschaft, die Wissensgesellschaft, wie ihre Wissenschaft oder auch ihr innovationsökonomischer Diskurs, sie folgen insofern einem Wert a priori. Und eine Vielzahl gesellschaftlicher Institutionen reproduziert dieses Wert a priori als eine soziale Selbstverständlichkeit. Denken Sie allein daran, wie im Muster des Krimis dieses Aufklärungsschema allgegenwärtig ist. Wo Nichtwissen ist, soll Wissen sein und also Ordnung wiederherrschen. Wissen schaffen, das ist die Parole der Aufklärung. So simpel war es freilich nie. Sehen wir auch nur etwas genauer zu, so zeigen sich Nichtwissen und Wissen viel komplexer, viel ambivalenter verschränkt, als diese zu einfache Fortschrittsgeschichte, wo Nichtwissen herrscht, soll Wissen sein, komplexer und ambivalenter, als es diese zu einfache Fortschrittsgeschichte erzählt. Man muss sich ja bloß vergegenwärtigen, wie forschungsbasierte Wissensmöglichkeiten individuell als Zumutung wirken können. Wenn ich zum Beispiel eigene genetische Dispositionen kenne, ohne ihnen entrinnen zu können, oder wie konstitutiv Nichtwissen für unsere Identität und Freiheit ist, als Privatheit, als Recht auf informationelle Selbstbestimmung, als Unkenntnis des eigenen Todeszeitpunkts. Und auf gesellschaftlicher Ebene sind unsere Ökonomien weithin solche des forschungsmethodisch generierten Wissens, aber nicht etwa seiner Gleichverteilung, sondern vielmehr seines exklusiven, also immer andere im Nichtwissen belastenden Gebrauchs. In den Versicherungssystemen stehen wir füreinander ein, weil es derzeit noch gerade nicht möglich ist, zu wissen, was statistische Risiken für den individuellen Lebensverlauf tatsächlich besagen. Überhaupt ist die Gesellschaft undenkbar ohne das, was der amerikanische Philosoph John Rawls für den Veil of Ignorance, den Schleier des Nichtwissens, nannte. Sie wäre schlechterdings Terror und Anomie, wüssten wir alle in totaler Transparenz alles über alle. Schließlich die Wissenschaft selbst. Wo sie Wissen schafft, da setzt sie Nichtwissen voraus, als Überwundenes nicht allein, sondern auch als zukünftige Möglichkeit. Wissenschaftlich nämlich ist unser Wissen allein in dem Maße, in dem wir damit rechnen, dass es ungewiss sei, dass andere es jetzt schon oder wir selbst es in Zukunft besser wissen. Und derart erfolgreich sind wir unterdessen mit diesem Konzept, dass man selbst innerhalb der Wissenschaft
über die Geltung der Wissensansprüche der anderen angesichts ihrer Menge und Spezialisierung, dass man darüber in den allermeisten Fällen nichts weiß. Man kann solche Geltung für jetzt bloß unterstellen, im Vertrauen aufs Urteil der Peers, im Vertrauen auf potenzielle Nachprüfbarkeit, auf Reputation, auf den prominenten Publikationsort und so weiter. Vertrauen aber heißt nicht Wissen. Vielmehr, um einen der Gründerväter der Soziologie, Georg Simmel, zu zitieren, ist Vertrauen als Hypothese ein mittlerer Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen. Zudem ist es dann unübersehbar, dass sich die Gesellschaft qua Wissenschaft nicht allein mit voraussetzungsreichem Wissen ausstattet, sondern dieser Art zugleich auch mit Unwissen, weil aus wissenschaftlicher Erkenntnis nämlich noch keineswegs unzweideutiges Handlungswissen resultiert, weil Forschung im Maß ihrer Beschleunigung zugleich die Gültigkeitsdauer bisherigen Wissens und etablierter Praktiken verkürzt, weil sie mit der fortschreitenden Verwissenschaftlichung der Gesellschaft ihr Monopol auf die Unterscheidung von Wissen und Nichtwissen verliert und weil die Wissenschaft in Konkurrenz gerät zu anderen Instanzen, die gleichfalls Forschung zu sein und wissenschaftliches Wissen zu verwalten beanspruchen, sei es Instanzen einer wissenschaftsbasierten Praxis in der Krankenversorgung, im Wetterdienst, seien es Instanzen des Journalismus, der Nachrichtenreporter als Terrorismus- oder Umweltexperte oder auch Instanzen der Zivilgesellschaft, Citizen Science. Auf der gesellschaftlichen Rückseite wissenschaftlichen Wissens, so hat es der spanische Sozialphilosoph Daniel Innerarity zusammengefasst, auf der gesellschaftlichen Rückseite wissenschaftlichen Wissens wächst die Unsicherheit und Instabilität. So, Zitat, stehen wir nun vor dem Paradox, dass die Wissensgesellschaft im Grunde mit der Autorität des Wissens Schluss gemacht hat. Das Wissen vervielfältigt und dezentralisiert sich, es ist brüchiger und fragwürdiger geworden. Zitat Ende. Brüchiger und fragwürdiger. Ausdruck dessen ist eine sich ausbreitende Wissenschaftsaversion und Wissenschaftsnegierung ebenso wie der unentwegt vielstimmige Streit der Experten. Feinstaub, Sprunginnovationen, Glyphosat, Mathe-Abitur, Atomenergie, Grundeinkommen, Krebsvorsorge und so weiter und so fort, von der Diätetik, dem Rentensystem oder dem Humboldt-Forum ganz zu schweigen. Harry Truman hatte deswegen einmal entnervt nach One-Armed Economists gerufen, entnervt von Wissenschaftlern, die sich allein zu äußern wissen im dauerproblematisierenden On the one hand and on the other hand. Mit Eindeutigkeit und Gewissheit kann wissenschaftliche Erkenntnis heute nicht mehr assoziiert werden. Gleichwohl ist unübersehbar und jederzeit mit Händen zu greifen, wie sie die Welt machtvoll umgestaltet. Zum Auftrumpfen gibt es für die Forschung daher keine Notwendigkeit und angesichts der intrikaten Konfigurationen von Wissen und Nichtwissen auch nicht wirklich einen Anlass. Andererseits dürfen wir nun dem aufklärerischen Imperativ Wissen schaffen, dürfen wir ihm nicht mit einem beherzten Lob des Nichtwissens entgegentreten. Das wäre mehr als naiv, es wäre frivol. Zu schnell, zu tiefgreifend sind die Transformationen des Wissens, zu leicht verfängt in unseren Zeiten vulgärer Selbsterregung das populistische Expertenbashing. Zu vielfältig ist der Missbrauch von Nichtwissen, der Missbrauch von Nichtwissen, sei es als Alternative Facts, sei es als Agnotology, also als Korrumpierung der wissenschaftlichen Tugend des Zweifels zum Zwecke der Bemäntelung von Untätigkeit oder Gefährdung, wie es beim jahrzehntelangen Kampf der Tabakindustrie gegen die Krebsforschung zu beobachten war oder Anfang des Jahres auch bei der Feinstaubdebatte. Das komplexe Ineinander von Wissen und Nichtwissen darf nicht nach der einen oder anderen Seite hin vereindeutigt werden. Es ist ja ein Prinzip der Wissenschaft.
Und das verlangt bei denen, die forschen, eine besondere intellektuelle Haltung, die sich verbindet, die eindringliche Sorgfalt verbindet mit der Fähigkeit zu reflexiver Selbstdistanz. Eine Haltung, die den Status und die Grenzen des je eigenen Wissens kennt und benennt, die weiß um dessen wachsenden Abstand vom Wissen der Wissenschaften überhaupt und die den Fehler vermeidet, alles nicht wissenschaftliche Wissen bloß für Nichtwissen zu halten. Die Förderung erkenntnisgeleiteter Forschung, so dann wie sie Sache der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist, muss ihre Instrumente und Verfahren eben dafür offen halten. Sie muss also Zeit geben für die Entwicklung einer solchen selbstreflexiven intellektuellen Haltung. Sie sollte eine weitere Erhöhung der Beschleunigungs-, des Wettbewerbs-, des Ergebnisdrucks vermeiden, denn dieser Druck formatiert jene vielfältigen Individualitäten der Forschenden, welche die wichtigste Ressource sind, die wir gegen den Mainstream und für die überraschend neue Einsicht einsetzen können. Die Forschungsförderung sollte die Pluralität von Erkenntnisinteressen, Methoden und Forschungspraktiken zur Entfaltung kommen und diese sich gegenseitig herausfordern lassen. Und sie muss im Entscheidungsprozess selbst, wir haben heute im Senat und im Hauptausschuss immer wieder okkasionell über dieses Problem gesprochen. Die Forschungsförderung muss im Entscheidungsprozess dem kritischen Argument und der Urteilskraft so viel Gelegenheit einräumen, wie nur eben möglich. Denn nicht etwa substituiert Forschungsförderung einfach Nichtwissen durch Wissen. Sie eröffnet vielmehr Möglichkeiten, dass in den Grenzsäumen von Wissen und Nichtwissen der stete Prozess ihrer Rekonfigurierung sich vollziehe als ein ebenso rationaler wie methodisch kontrollierter. Und schließlich und nicht zuletzt wird auch eine glaubwürdige Beschreibung der öffentlichen Stellung von Wissenschaft dies bedenken. Von großem gesellschaftlichem Rückhalt ist diese Stellung geprägt. Davon hatte ich eingangs mit Blick auf die Wissenschaftspakte gesprochen. Doch ist dieser Rückhalt keineswegs selbstverständlich. Er muss stetig erarbeitet werden und dabei sind die unmittelbaren technischen und ökonomischen Effekte von Forschung eine wichtige Dimension, indes von vielen Dimensionen nur eine. Mit den Möglichkeiten und Chancen, die die Wissenschaften eröffnen, wie mit den Risiken und Gefährdungen, die von ihnen ausgehen können, damit sind die Wissenschaften für unsere moderne Zivilisation überhaupt konstitutiv. So frivol ein beherztes Lob des Nichtwissens wäre, so wenig müssen die Wissenschaften als Verheißung der Erlösung von allen Übeln hypostasiert werden. Und sie dürfen es auch nicht. Die breite, die geradezu unabgrenzbare Wirkmächtigkeit der Wissenschaften ist ja einfach unübersehbar und sie ist keineswegs schon erfasst durch Hinweis darauf, dass Wissenschaft auch jeweils aktuelle Relevanzerwartungen erfüllt. Technische Patente oder medizinische Therapieverfahren gehören zu dieser Wirkmächtigkeit. Aber die rein theoretische Erkenntnis der Natur oder die unentwegte Neuinterpretation von Gesellschaft und Kultur ebenso. Oder auch die Vereinfachung vieler einzelner Handlungszusammenhänge und das Komplexermachen von Wirklichkeit überhaupt. Zu dieser Wirkmächtigkeit gehören aber zudem fachlich gleichermaßen gut ausgebildete wie vielfältig gebildete sozial kompetente Staatsbürger und ebenso die zivilisatorische Leistung einer kritischen Reflexion auf die ambivalenten Konstellationen von Wissen und Nichtwissen und Macht. Solches differenziert, redlich, mit dem Anstand einer gewissen Zurückhaltung zu beschreiben, auch in der Wissenschaftskommunikation. Das scheint mir das Beste, was die Wissenschaften dazu beitragen können, ihren gesellschaftlichen Rückhalt zu stützen. Was ich eigentlich sagen wollte, meine sehr verehrten Damen und Herren, und woran mir auch im Rückblick auf 6,5 Jahre etwas liegt,
Das war nicht der Hinweis auf die Gemengelage von Wissen und Nichtwissen. Das wäre in Allgemeinheit schwerlich zu überbieten. Wir wissen ja auch nicht, zum Beispiel, was morgen in der Mitgliederversammlung der DFG alles geschehen wird. Eigentlich sagen wollte ich, selbst wer in der Wissenschaft über Wissen spricht, kann vom Nichtwissen nicht schweigen und auch nicht von beider vielfältigem Ineinander, so faszinierend, riskant, ärgerlich, hoffnungweckend immer dieses Ineinander jeweils sein mag. Auch und gerade die Wissenschaften operieren im Grenzsaum von Wissen und Nichtwissen, ob sie das nun zugeben oder nicht. In diesem Grenzsaum wirkt die Förderung der deutschen Forschungsgemeinschaft und ihm unterliegen auch deren Entscheidungen selbst. Denn überwiegend geht es dabei um die Förderung von Projekten, also von zukünftiger Forschung. Und wenn das ernst gemeint sein sollte, dann weiß man eben nicht schon im Vorhinein, welches Wissen am Ende stehen wird. Auch Förderentscheidungen sind Handeln unter Unsicherheit und Unwissensbedingungen. Sie setzen Zutrauen ins Zukünftige voraus und gelassene Anerkennung der vielfältigen Möglichkeiten des Nichterfolgs von Forschung, des Irrtums, des Nichtwissens. So gesehen ist es keine geringe Verantwortung, welche die DFG als integrierende Selbstverwaltungsorganisation von Forschung in der Bundesrepublik zu übernehmen hat. Für dieses Zutrauen und diese Gelassenheit, für die wechselreichen Prozesse von Wissen und Nichtwissen, dafür eigentlich bemüht sie sich, Anerkennung sowie gesellschaftlichen und politischen Rückhalt zu schaffen. Diese Verantwortung können wir allein dann tragen, wir können ihr allein dann gerecht werden, wenn Sie alle in je eigener Weise daran mitwirken. Ich bitte Sie, auch in Zukunft der deutschen Forschungsgemeinschaft gewogen zu bleiben. Vielen Dank. Applaus